Zack. Und zack. Zack. Und da gibt es ja ein paar Dineros. Tisch, tisch, tisch. Oh, verdammt, voll Schaden bekommen. Und los, Page. Ran ans Werk. Page? Los geht's. Hey, los geht's. Was haben wir hier? Oh, wieder so ein Herzding. Geil. Konto-Identifizierung. Okay. 1500 Einheiten. Naja, aber das ist es wert. Immerhin ein ganzes Herz mehr in der Leiste. So, dann gucken wir mal weiter. Ja, das war ganz super hier. Ich muss mal eben hier lang, ich glaube. Von hier oben aus sehe ich mehr. Oder auch nicht. Ups. Das war knapp. Mir nicht ein paar dieser PB1 gibst. Ach Schweinchen, du bist auch ein starker Typi. Alles wird gut. So, ich muss irgendwie dieses Ding nochmal runterkriegen. Wie war denn das? Wie war denn das? Einfach Page irgendwas machen lassen? Na klar, Page, der kann nur alles. Ach nee, ja, genau. So war das. Dann kann ich praktisch auf der nächsten Seite wieder schön. Zusammenbleiben, verdammt! Zusammenbleiben, verdammt! Keine Sorge, bin ja hier. Mir wird nichts passieren. Pass auf, was du sagst, Fräulein. Respektiere die Eltern. Fräulein. So, das wird aber kein Problem. Page haben wir auch gleich hier auf unserem. Auf unserer Seite. So, erstmal. Zack. Holt sie dir, Mädchen. Und go! Bam. Also dafür, dass er so ein Schweinchen ist, hat er ganz schön viel Power. Oh ne, Vorax. Krochax. Ah, Page, mach keinen Scheiß, Mann. Guck mal hier, Power. Und boom. Oh yeah. Mann, Page, ey, mach doch mal Platz, sonst treffe ich immer nur dich. Zack. Danke, Jade. Oh, wenn's dich nicht gäbe, dann... Schon gut, alter Mann. Wir sollten los. Ich glaube, dass das Beste noch kommt. Na, ich glaube das auch langsam, Jade. So, hier will ich nochmal Power machen. Super Action und... Bam! Schön viel Geld für Nilsi. So, hier können wir auch nochmal schön mit Page seiner Hilfe weiterkommen. Du musst mir aufmachen, Jade! Ja, kriegen wir hin. So, hier gibt's wohl irgendwie noch Tierchen. Hab ich dich schon? Ja, ich hab euch schon, ne? Bin ich mir sogar sicher, genau. Aber erstmal machen wir den hier. Also. Hier gibt's noch ein richtig cooles Tierchen. Passt mal auf. So, ich mach mal den Strom aus. Guten Tag, Madame. Sie hat. Dann, ah, genau, seht ihr das? Planaria rupestris. Planarien hassen das Licht. Es ist sehr selten, dass sie aus ihrem Bau kriechen. Genau, diese Tierchen, die kommen nur raus, wenn man das Licht hier über diesen Stromkasten da ausschalten kann. Ist doch total geil, oder? Hier könnte ich wieder speichern, das ist schon mal gut. Los geht's. Denn, ja, das ist gut. Ich speichere mal zur Sicherheit, wenn er das Ding da runtergeklappt hat. Wir können ja nie genug Sicherheit aufbringen und so. Spiel speichern. So. Alles klar. Und dann geht's weiter, Leute. Hauptschacht. Oh, jetzt wird's langsam interessant.
ein Nautilus fluoreus. Meine Mathematikerkollegen sind von Nautilusmuscheln fasziniert. Okay, dieser Film ist voll. Und wieder ein voller Film. Ach, da geht so ratzfatz. Ich überweise eine Perle, Jade. Und noch eine Perle für uns. Ach, wie schön. Ich werde den Film neu laden. Zack. Perle Nummer 7. Aua, Paige, ey. Kommt da mich erstmal. Oh oh. Möchten Sie braunen oder weißen Toast zum Omelette, Fräulein Trampel? Ach du Scheiße, was ist das für ein Viecher? Palinurus rupestris. Unglaublich. Es gibt noch Palinurusse da unten. Ach du Scheiße, auch voll viel Kohle bringen die. Tag, einfach an, Jake. Und Tag, tschüss. Woher hab ich den denn gegen ihr hauen? Zeit für den Hammer! Machen wir nochmal. Und da wollen wir gegen. Und, na, das war falsch. Zack, genau. So. Erstmal die Brücke runtergeschlagen mit dem Ding. Ist das geil. Zack. So, das nächste. Oh, die können wir eigentlich ganz leicht killen. Ups. Müssen wir nur ein bisschen aufpassen. Ja, zack, da musst du lang. Und du kannst auch da lang. So, und du letzter Typ hier. Oh, wie er mich einfach nur anschlägt. Stirb, Mann. Naja, da habe ich mich ja gerade ganz schön doof angestellt. Oh, was denn nun? Ich wusste gar nicht, dass deine Zange auch eine Keulenfunktion hat. Modell D53, kleine Lady. Schneidet, würfelt, plättet. Leute, wartet mal bitte eine Sekunde, ich bin sofort wieder da. Ganz kurz. So, Verzeihung Leute, aber meine Mutti hatte gerade draußen ziemlich Lärm gemacht und das war dann doch doof. So Leute, wir können jetzt weiter. Schön ungestört, natürlich kein Lärm mehr da. Oh, hier haben wir einen mega fetten Kristall, der bringt so viel Kohle, Mann. Ist halt geil, ey. Wir sind richtig scharf auf das Geld. So, und ja, wo muss ich jetzt? Muss ich etwa da irgendwas machen? Ja, hier muss ich jetzt ran. Und nun kommen wir da hoch. Ist das schön? Ist das schön? Was haben wir hier? Starkos. Und diese Kababs. Hol ich mir eine Kababs-Büchse oder... Nö, brauche ich nicht, ne? Zack, zack. Was, eine neue Freundin, was? Wie eine neue Freundin, hä? Willst du mich verarschen, Paige? Ach du Kacke, wie sieht's denn hier aus, Elsa? So übel. Na, Madame, was ist denn mit dir los, Paige? Dusch, dusch, dusch. Oh, Geld. Geil, Mann. Oh, Leute, guck mal. Ist das nicht krass, jetzt erstmal so ein... Sieh mal, die beiden Kreaturen da hinten. Da sind sie, Leute. Stammen ihre Visagen auf Fotopapier und auf dich. So. Da haben wir ein schönes Foto. Fantastisch. Ich leite es an Mr. de Castellac weiter. Oh nein. Ja, Leute, ihr habt schon erwartet, oder? Ach du Scheiße. Erstmal, zack. Ein Terolimax Gigantea. Terolimax, das ist eines der Domsgeschöpfe. Oh ja, habe ich mir gedacht. 3000 bringt er an Kohle. Geil. Ich warte auf dein Zeichen, Jake. Auf geht's!
Voll auf den Kopf gesprungen. Jetzt der kleine Kitty soll aber. Na los, dann komm raus. Jetzt kommt Krochax raus, na klar. Ja, ich bin auch schon da, Paige. Du brauchst zwar Hilfe, aber ich sehe das, du musst nicht ständig rumbrüllen hier. Zack, zack und zack, bam, bam, bam. So, alles klar. Und da ist er wieder. Wann stirbt er denn endlich? Oh, na klar. Also, man muss schon sagen, der Bosskampf hier hat schon was Episches an sich. Kann ich dich jetzt besiegen? Jetzt kommt er sicher wieder irgendwo raus. Aua. Und zack, zack, zack. Und stirb. Mann, der lebt ja immer noch. Verdammt, jetzt macht er wieder seinen komischen Feuerhauch. Oder Gifthauch, sieht eher nach Gift aus. Oder grünes Feuer. Gibt's grünes Feuer? Na klar gibt's grünes Feuer. So, ja, nun geh mal wieder irgendwo rein. Er wird schwächer, Jay. Halt durch! Ach, wird er also schwächer? Wow. Nicht schlecht für ein kleines Mädchen und einen abgehangenen Schild. Wir haben es geschafft, Paige. Ganz gut für einen alten Mann. Ein Pärchen. Doms Terolimax. Yeah. Perle Nummer 10. Wenn du mich fragst, da ist etwas faul an diesem Herrn de Cadillac. Hieß er nicht Castellac? Glückwunsch, Miss Jade. Sie haben... Moment. Mit Ihrem Boss habe ich ein Hühnchen zu rupfen. Mr. de Castellac hat es eigentlich nie gegeben. Schätze, ich schulde Ihnen eine Erklärung, Miss Jade. Steigen Sie ein. Na, ja, wir haben ja wohl keine andere Wahl. Ja. Miss Jade, Sie haben den Situationstest voll und ganz bestanden. Situationstest? Ja. Bitte verzeihen Sie diese kleine Charade. Mein Name ist Han. Ich arbeite für das Iris-Netzwerk. Iris? Die Rebellenorganisation? Ja, die Rebellen. Wir kämpfen gegen eine Bedrohung, die niemand kennt. Wenn nichts geschieht, wird die gesamte Bevölkerung vernichtet. Ach, mit Hilfe der Alpha-Abteilung können wir die Doms zurückschlagen. Die Alpha-Abteilung ist nicht das, was sie vorgibt zu sein. Für jeden, den sie retten, entführen sie 10 andere. Aber die Alpha-Abteilung beschützt uns seit Generationen. Sie kümmern sich um die Verwundeten, schlagen die Doms-Angriffe zurück. Ja, so zerstreuen sie jeden Zweifel und erschleichen sich ihr Vertrauen. Sie saugen alles Leben aus diesem Planeten, so wie sie es zuvor schon mit Hunderten gemacht haben. Die Hylianische Regierung hatte keine Zeit zu reagieren. Sie wurde komplett überrumpelt. Aber wir können die Alpha-Abteilung stoppen. Und wie genau sollen wir das anstellen? Sie sind sich bewusst, dass ein Aufstand der Bevölkerung eine Katastrophe für Sie wäre. Bringen Sie Beweise für diese Verschwörung und der Sieg wird unser sein. Mehr als je zuvor braucht das Iris-Netzwerk Leute wie Sie, Jade. Helfen Sie der guten Sache. Wenn Sie sich für uns entscheiden, kommen Sie zur Akudabar. Fragen Sie nach Peepers.
Es ist allein Ihre Entscheidung, Miss Jade. Sagten Sie Peepers? In der Akuda-Bar. Und vergessen Sie die Losung nicht. Sicher in Ihrer Schale ist die Perle ein Sklave der Strömung. Sicherheitsmaßnahme? Diskretion ist der Schlüssel. Übrigens, fast hätte ich Ihre Belohnung vergessen. Ich hoffe, ich sehe Sie bald wieder, Miss Jade. Also, was hält Fräulein Jade von diesem Hokuspokus? Hauptsache, wie Fräulein geschrieben wird. Also, wurde eigentlich Fräulein und da steht Fräulein. Sorry, da musste ich mich jetzt aufregen, Leute. Boah, ganz viel Geld, geil. So, nee, Leute, ich würde einfach mal sagen, ich mache jetzt Schluss. Ich bedanke mich sehr fürs Zuschauen. Ja, haben wir gut was geschafft hier. Eine ganze Stunde gefilmt und ja, Leute, im nächsten Part geht's dann weiter. Das wird so cool, Mann. Also bis dann. Ciao.